König der Könige, Kaiser von Äthiopien, Löwe von Juda, 323. Nachfolger von König Salomon und der Königin von Saba. Haile Selassie, Macht der Dreifaltigkeit, kehrt nach Äthiopien zurück. Von einem Staatsbesuch in den jungen afrikanischen Staaten Ruanda und Burundi, in Francos Spanien und von einer höchst inoffiziellen Visite in der Schweiz, die aber nicht minder wichtig war, er besuchte seine Ärzte. Sie haben es fertiggebracht, den 80-Jährigen so fit zu erhalten, dass es selbst seinen jungen Generälen und Ministern oft schwerfällt, mit ihm Schritt zu halten. Haile Selassie hat Feinde in Äthiopien, aber vom einfachen Volk wird er fast überall geliebt und verehrt. Doch selbst die Gegner des Kaisers anerkennen sein großes staatsmännisches Geschick, mit allen Staaten und Blöcken gleichmäßig gute Beziehungen zu unterhalten, das ihn sogar zur Mittlerrolle in weltpolitischen Konflikten befähigt. Mit Ägypten verbindet ihn ein freundschaftliches Verhältnis. Dennoch konnte Israel eine Fluglinie Addis Abeba, Tel Aviv eröffnen. Heute kehrt der Kaiser von Spanien zurück, nachdem er auf derselben Reise Ruanda, Burundi besuchte. Die guten und freundlichen Beziehungen unseres Landes beschränken sich keineswegs auf die Staaten, die wir besuchten. Wir können vertrauensvoll sagen, dass wir zu allen friedliebenden Nationen ein gutes Verhältnis haben. Noch nie waren zwischenstaatliche Beziehungen so wichtig. Noch nie war das Gefühl der Notwendigkeit, gemeinsam zu denken und zu handeln, so entwickelt. Daher die Bedeutung dieser Reise zu unseren beiden Brüdervölkern in Afrika und nach Spanien. Mit allen verbinden uns langjährige freundschaftliche Beziehungen. Wir freuten uns in Burundi und Ruanda über den herzlichen Empfang und besprachen mit den Staatschefs beider Länder die Probleme der afrikanischen Einheit. Wir waren glücklich, mit Spanien Vereinbarungen treffen zu können, die unsere guten Beziehungen konsolidieren. Wir finden, dass solche persönlichen Besuche die dauerhafteste Grundlage für eine friedliche Zusammenarbeit schaffen. Wir haben Gottesdienste auf dem Lande besucht und in der Großstadt. Überall waren wir beeindruckt von der Intensität des religiösen Empfindens der gesamten Bevölkerung. Welche Rolle spielt heute die Kirche im modernen Äthiopien? Die Bestimmung der äthiopischen Kirche in alten wie in neuen Zeiten war es, das christliche Denken zu lehren. Nichts hat sich an dieser ihrer göttlichen Mission geändert. Im 4. Jahrhundert kam das Christentum nach Äthiopien und spielt seitdem eine Rolle wie in keinem anderen Lande der Welt. 15.000 Kirchen und Klöster sind über das ganze Land verteilt. Die ältesten in Lalibela, Monolithkirchen, aus dem Felsboden herausgemeißelt, sodass ein freistehender Bau entstand. Ihre Entstehung im 11. Jahrhundert verdanken sie dem Kaiser Lalibela, der dem Ort seinen Namen gab. Schmale Gänge, tief in das Gestein geschnitten, verbinden die Felsenkirchen zu einer unterirdischen Kathedrale. Die Pilgerfahrten nach Jerusalem durch islamische Länder
waren immer gefährlicher geworden. Deshalb baute der Kaiser hier ein zweites Jerusalem in die Felsen. Einen Hügel taufte er Berg Tabor, ein ausgetrocknetes Flusstal Jordan. Ganz Lalibela wurde so zu einer Replika Jerusalems und ist heute noch die heiligste Stadt Äthiopiens. In dieser Felsenkirche suchte Kaiser Haile Selassie am Ostersonntag 1936 Trost in der schwersten Stunde seines Lebens. Sein Land war von den Truppen Mussolinis überfallen worden. Unter Marschall Badoglio hatten sie sein kleines, schlecht bewaffnetes Heer besiegt. Für 5 Jahre bis zu seiner siegreichen Rückkehr hatte der Kaiser seine Krone verloren. Empfangen hatte er sie am 2. November 1930 in der St. Georgskathedrale zu Addis Abeba. Der Krönung gingen blutige Kämpfe voraus. Haile Selassie, damals noch Prinzregent, war den Italienern, deren Kolonie Eritrea an Äthiopien grenzte, nicht genehm. Sie dachten schon damals daran, Herren von Äthiopien zu werden und versuchten, einen schwächeren Ras auf den Thron zu manövrieren, Ras Guksa. Es kam zum Bürgerkrieg, Ras Guksa fiel, der Thron war frei. Und Haile Selassie, nun Herrscher über eines der rückständigsten Länder der Erde, begann seinen zähen Kampf als Reformator. Er schaffte die Sklaverei ab, änderte die Steuergesetze, brach die Macht der Ras. Zu langsam für die, die eine blitzschnelle Revolution erwarteten, den afrikanischen Verhältnissen angepasst für jene, die dankbar die Steine der Kathedrale küssen, in der Haile Selassie gekrönt wurde. Freilich, die koptische Kirche, von Ägypten ausgeleitet, konnte den Kaiser nicht ausreichend unterstützen. Das soll nun anders werden. 1971 wurde ein äthiopischer Patriarch gewählt. Wir sind besonders glücklich, dass ein Patriarch durch unser eigenes Volk gewählt wurde. Das wird unsere Bemühungen unterstützen, es geistig und moralisch immer weiterzuentwickeln. In Äthiopien ist die Kirche ein Bestandteil der Regierung, wie umgekehrt das Land untrennbar mit der Kirche verbunden ist. Kein Fortschritt ist möglich, wenn er nicht vom anderen Teil sanktioniert und unterstützt wird. Wie verschlungen Staat und Kirche, wie eng die Beziehungen zwischen Kaisertum und Patriarchat sind, das wurde sichtbar am 9. Mai 1971 in der Dreifaltigkeitskirche in Addis Abeba, bei der Krönung seiner Heiligkeit Abune Theophilos, des Patriarchen von Äthiopien. Yeah.
Wir leben in einer Zeit, da der christliche Glaube von starken Kräften aus verschiedenen Richtungen bedroht wird, sagte der Patriarch. Mit eurer tätigen Hilfe, zusammen mit der Unterstützung aller anderen christlichen Religionen, hoffen wir, die Angriffe abwehren zu können, zum Guten der Kirche Jesu Christi. Wir hoffen, den Weltfrieden zu bewahren, dem Bösen zu trotzen und das Üble zwischen den Völkern verhindern zu können. Vor allem die Diskriminierung bestimmter Menschen, bestimmter Klassen, bestimmter Rassen, bestimmter Nationen. Wir sind in Äthiopien mit Dankbarkeit erfüllt, einen Kaiser zu besitzen, der sein Leben der Kirche und dem Wohlergehen der Menschen gewidmet hat. Scuola Italiana, italienische Schule. 600 Schüler, eine größere Schule nebenan im Bau. Überall italienische Fachleute, überall italienische Exportkaufleute. Ist es christliche Denkungsart, die den Kaiser veranlasste, nach den Schrecknissen des Feldzuges Mussolinis den Italienern wieder die Tore nach Äthiopien zu öffnen? Oder sind es kommerzielle Gründe? Lange vor der faschistischen Aggression verbanden uns freundschaftliche Beziehungen mit Italien. Diese alte Freundschaft half uns, die Aggression zu vergessen und andere Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. So konnten wir kürzlich eine Einladung nach Rom annehmen und hoffen nun, dass die unerfreulichen Erinnerungen an das Vergangene ausgelöscht sind. Das Vergangene begann am 3. Oktober 1935. An zwei Stellen überschritten die italienischen Armeen Badoglios und Grazianis die Grenze mit haushoher Übermacht und überlegener Bewaffnung. Der Kaiser kämpfte in vorderster Linie, bediente selbst ein Maschinengewehr, um den Truppen Mut zu machen, und erlitt am 10. Februar 1936 die entscheidende Niederlage, die von Anfang an vorauszusehen war. Er selbst ging nach Genf und kämpfte vor dem Völkerbund mit unendlicher Geduld und Zähigkeit um sein Recht. Die Stunde der Befreiung schlug 4 Jahre später, am 10. Juni 1940, als Mussolini Frankreich und England den Krieg erklärte und das Gros seiner Truppen aus Äthiopien abzog, um den Sudan und Britisch-Somalia anzugreifen. Im Januar 1941 hisste der Kaiser die äthiopische Flagge unmittelbar an der Stelle, an der er sein Land betrat. Auf dem Triumphzug in die Hauptstadt begrüßten ihn die Krieger aller Stämme. Wo immer er hinkam, warfen sich die Menschen überwältigt von Freude vor dem kaiserlichen Auto zu Boden. Aus Sicherheitsgründen hatte man seine Reiseroute und seine Ankunftszeit geheim gehalten. Jetzt aber ritt ein Bote mit der kaiserlichen Flagge voraus, zum Beweis, dass der Kaiser tatsächlich zurückgekehrt war. Nach allen Enttäuschungen im Völkerbund, der nach jahrelangen Vorhaltungen nur wirkungslose Sanktionen gegen Italien verhängt hatte, waren es schließlich die Engländer, die dem Kaiser die Rückkehr ermöglicht hatten. Am 5. Mai 1941 traf er in seiner Hauptstadt ein. Der Tag wurde zum nationalen Feiertag erklärt und den Märtyrern ein Denkmal errichtet. Am Tage seiner Rückkehr rief der Kaiser: Blut und Knochen von all denen schreien nach Gerechtigkeit, die mit Spaten und Pickeln getötet, die mit Äxten gespalten, mit Hämmern erschlagen, auf Bajonette gespießt wurden, die man mitsamt den kleinen Kindern gesteinigt und lebendig verbrannt hat. Jeder erinnert sich an diese Barbarei und Grausamkeit. Das war 1941. Nach 3 Jahrzehnten sagte uns der Kaiser, wir hoffen nun, dass die unerfreulichen Erinnerungen an das Vergangene ausgelöscht sind. Aber noch immer steht das Märtyrerdenkmal mitten in Addis Abeba. Noch immer ist der Victory Day einer der größten Feiertage des Jahres.
Er beginnt zur Morgendämmerung mit einem Dankgottesdienst der kaiserlichen Familie. Er endet in den Abendstunden mit einem Empfang im Grand Palace. Höhepunkt der Feierlichkeiten, die Parade der kaiserlichen Kavallerie. Alle sind geschmückt und festlich angetan. Nur eine kleine Gruppe Männer in unscheinbarer brauner Kleidung wartet abseits der Straße darauf, dass der Kaiser im Vorbeifahren die Hand erhebt. Das heißt dann, ihr seid frei. Gefangene, die zur Begnadigung vorgeschlagen sind. Die Fenster des Wagens, von dem aus der Kaiser ihnen zugewinkt hat, sind aus kugelsicherem Glas. Er benutzt ihn heute nur, weil es regnet. Bei festlichen Anlässen fährt er stets offen, obwohl die Zahl der Attentate gegen ihn in letzter Zeit bedenklich gestiegen ist. Unaufgeklärt ist noch ein Sabotageakt gegen den Hubschrauber des Kaisers. Kaum hat er sich vom Boden erhoben, löste sich der Rotor vom Propellerschaft und der Helikopter stürzte ab. Der Pilot war schwer verwundet. Der Kaiser lief zur nächsten Straße, hielt ein Auto an und brachte ihn ins Krankenhaus. Er selbst war unverletzt geblieben. Im Zentrum der Stadt ein Rundbau mit riesigen Glasfenstern, die Africa Hall, Tagungsort der OAU, der Organisation für Afrikanische Einheit. Hier treffen sich die Staatschefs der 43 afrikanischen Länder oder ihre Abgesandten. Wenige können auf eine längere Unabhängigkeit zurückblicken als 12 oder 13 Jahre. Nur ein Land war immer frei, Äthiopien. Immer bis auf die 5 Jahre italienischer Okkupation. Wenn der Kaiser präsidiert oder eine Sitzung eröffnet, blickt er auf ein Rund von hunderten Tischen mit den Namen der Geladenen und ihrer Länder, den Simultananlagen, die seine Worte in andere Sprachen übersetzen. Obwohl der Kaiser fließend Französisch, Englisch und Italienisch spricht, verbietet ihm das Protokoll, sich bei offiziellen Anlässen einer anderen Sprache als Amharisch zu bedienen. Erst wenn die Völker Afrikas einen Lebensstandard und einen Wohlstand erreicht haben, wie ihn die Technologie und die Wissenschaft der Menschheit bieten kann, erst dann kann auch von einer politischen Unabhängigkeit und Freiheit gesprochen werden. Afrikanische Einheit, ein kaum realisierbares Ziel scheint uns. Ein Erdteil streng geteilt in Religionsgruppen, in Sprachgruppen, in politische Blöcke. Eine Versammlung, in der die Meinungen hart aufeinanderprallen. Erst im Juni 1971 verließen die Vertreter der Elfenbeinküste und 4 anderer Länder das Haus, weil sie die allgemeine Ansicht über die Verständigung mit Südafrika nicht teilten. Der Kaiser denkt optimistischer. Wir hätten die OAU nie gegründet und es uns so viele Anstrengungen kosten lassen, sie zu organisieren, wenn wir nicht fest daran glaubten, dass dieser Weg zu einer wahren afrikanischen Einheit führen würde. Freilich, das, was wir bis jetzt erreicht haben, ist erst ein Anfang und die Basis für das spätere große Ziel. Ohne Zweifel aber hat die afrikanische Einheit, die wir bis jetzt realisieren konnten, schon sehr viel dazu beigetragen, alle die großen und kleinen Nationen Afrikas erst einmal zusammenzubringen und die größten Unstimmigkeiten zwischen den 250 Millionen Menschen Afrikas zu beseitigen. Bei jeder neuen Sitzung kommen wir einen Schritt weiter. Addis Abeba, neue Blume, gegründet 1890 auf Befehl Kaiser Menelik's
an einer strategisch günstigen Stelle. Heute 700.000 Einwohner. 1920 lebte der Kaiser, damals noch Prinzregent, in einem Haus aus Strohgeflecht mit Lehmbewurf. Sein Beförderungsmittel? Ein Maulesel. Es gab nur ein einziges Auto in der Stadt, das ein- oder zweimal im Jahr benutzt wurde. 1955 waren es bereits 10.000. Als im April 1930 des Kaisers Krönung beschlossen war, konnte die Zeremonie dennoch erst im November stattfinden. Man musste das Ende der Regenzeit abwarten. Die Gäste hätten sonst durch knietiefen Schlamm warten müssen. Hinrichtungsgalgen wurden abgerissen und durch Denkmäler ersetzt. Zum Beispiel den äthiopischen Löwen, der auch lebendig in der Stadt gezeigt wird. Eines Abends konnte man die Fackeln zu Hause lassen, die Straßenbeleuchtung war eingeweiht. Addis Abeba begann 1890 beim absoluten Nullpunkt und musste Jahrzehnte der Entwicklung überspringen. Der Kontrast überdimensionierter Marmorpaläste wie Rathaus, Post und Banken zu den armseligen Behausungen der Bewohner ist gewaltig. Alle Großstädte in Afrika üben einen verhängnisvollen Sog auf die Landbevölkerung aus, die sich dann oft entwurzelt und arbeitslos an den Randgebieten ansiedelt. Das beginnt in Bidonville, in Casablanca, und endet in den Hütten von Addis Abeba. Aber selten ist der Eindruck der Gegensätze Prunk und Primitivität so alarmierend wie hier. Daher die massiven Angriffe auf die Regierung und auf den Kaiser, der diese Regierung repräsentiert. Auf dem Land liegen die Probleme anders. Hier werfen die Gegner der Regierung dem Kaiser vor, er triebe die Landreform nicht zügig voran. Er ginge nicht entschlossen genug gegen die großen Landeigentümer vor. Erst zunächst die Kirche. Sie ist der größte Grundbesitzer Äthiopiens und will auf ihre Macht nicht verzichten. Ebenso wenig wie die Grundherren selbst, von denen viele im Parlament sitzen. 80% der Bauern, so schätzt man, bestellen gepachtetes Land in völliger Abhängigkeit vom Grundherrn. Nicht allen geht es schlecht. Manche Grundbesitzer sorgen väterlich für ihre Bauern und überlassen ihnen die Hälfte der Ernte. Andere wiederum nützen die Bauern bis aufs Letzte aus. Klare Gesetze für den Schutz der Bauern gibt es nicht. Der Kaiser begann seine Fürsorge für die Landbevölkerung beim Schulwesen. In früheren Zeiten gab es nur Kirchenschulen, die Äthiopien in den traurigen Ruf brachten, mit 90% die höchste Analphabetenziffer Afrikas zu besitzen. Das hat sich geändert. Gerade in den kleinen, vernachlässigten Dörfern baute der Kaiser eine Kette von Elementarschulen. Und dann begann er, wenn auch nur Schritt für Schritt, mit der Landreform. Ein paar Staatsfarmen sollten als Musterbeispiele dienen. Die Kühe hier wurden von Kenia eingeflogen. Der nächste Schritt, die Vermessung des Großgrundbesitzes als Voraussetzung für eine künftige Landverteilung. Für die Bauern Schutz vor Kündigung, Gewinnbeteiligung. Errichtung eines eigenen Ministeriums für Landreform in Addis Abeba. Landreform ist nichts anderes als ein fortgesetztes Bemühen, das System des Landbesitzes zu verbessern. Als solche ist die Landreform weder eine neue noch eine vernachlässigte Aufgabe der Regierung. Es gibt heute eine außerordentlich große Zahl von Landeigentümern in Äthiopien.
ihren Besitz gleichmäßig zu verteilen. An dieser Aufgabe arbeiten wir und werden weiter in Zukunft daran arbeiten. Schon als 17-Jähriger reiste der heutige Kaiser auf einem Maulesel von Dorf zu Dorf, um das Reformwerk seines aufgeklärten Vaters fortzuführen. Und schon als Regent begann er die Kontakte mit dem Ausland, Grundlage für zahllose Staatsbesuche, bei denen er später als Kaiser nicht nur die Interessen Äthiopiens, sondern ganz Afrikas in der Welt vertreten und sich unter den großen Staatsmännern der Erde echte Freundschaften erwerben konnte. Die einzige Opposition, die es wagt, offen gegen das herrschende System und damit gegen ihn selbst aufzutreten, sitzt in jenem Institut, das er gegründet hat und das seinen Namen trägt, in der Haile Selassie der Erste Universität. Wir wollen das verrottete Feudalsystem zum Einsturz bringen. Die einzige Möglichkeit ist der bäuerliche Kampf, der vom Land ausgeht und mit der Belagerung der Städte endet. Wir wollen die Gesellschaft sozialisieren. Kapitalismus bedeutet Macht von Menschen über Menschen. Nur mit revolutionärer Gewalt lässt sich etwas erreichen. So etwa lauteten die Forderungen bei einer Studentenversammlung. Und sie sind auch das Gesprächsthema in den Pausen zwischen den Vorlesungen. Die radikalsten sind die Bintus, solche, die von einem Auslandsstudium zurückkehren und etwa sagen können, I've been to New York. Viele von ihnen haben die revolutionären Ideen auch auf das Land getragen. Wegen des chronischen Lehrermangels ist den Studenten nach 3 Jahren Studium ein Pflichtjahr als Lehrer auferlegt. Beste Gelegenheit, die Rebellion in die Provinz zu bringen. Einmal musste die Universität geschlossen werden und viele Studenten kamen hinter Gitter. Doch inzwischen ist man toleranter geworden. Alle Studenten sind aus der Haft entlassen. Demonstrationen sind erlaubt. Es gibt richtige und falsche Motive, die die Studenten zu den Demonstrationen veranlassen. Die Studenten haben eingesehen, dass die Regierung auch ihre Regierung ist. Wir haben sie in die Universität geschickt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst eine größere Verantwortung zu tragen. Das wird in Zukunft mehr und mehr der Fall sein, je mehr die Universität ausgebaut und erweitert werden kann. Seitdem die Studenten erkannt haben, dass wir Verständnis für ihre Irrtümer haben und tolerant sind, gibt es keine ernsthafte Kluft mehr zwischen den Studenten und uns als ihrem Oberherrn. Mag das Verhältnis zwischen Kaiser und Studenten gestört sein? Liebe und Verehrung findet er beim kleinen Mann und beim Mittelstand. Kein Laden, kein Haus ohne das Kaiserbild. Nicht nur beim Bäcker und Friseur, sondern auch da, wo kaum jemand die Kaisertreue kontrolliert. Hat der Kaiser ein Privatleben? 10 Tage lang haben wir versucht, es zu ergründen. In diesen 10 Tagen hatte der Kaiser 23 Empfänge, Konferenzen, Interviews und so weiter. Dazu viele Besuche. Jeden Morgen 8